Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe ZentralwerkerInnen, herzlich willkommen zum Tag des offenen Denkmals 2022 hier bei uns im Zentralwerk. Ich bin Bettina Lehmann, ich bin Teil des Vorstands des Zentralwerks e.V. und ich darf Sie heute hier begrüßen zum Tag des offenen Denkmals. Es ist seit Anfang des Zentralwerks eines der zentralen Anliegen, hier auf dem Gelände nicht nur als Gemeinschaft zu arbeiten und zu wohnen, nicht nur Kunst und Kultur von heute und morgen zu ermöglichen, mitzuprägen und ihr Bühnen zu geben, sondern auch die Geschichte, die Vergangenheit des Geländes zu erforschen und in ihren Schichten und aus unterschiedlichen Perspektiven zugänglich zu machen. Deshalb ist der Tag des offenen Denkmals einer der wichtigsten Tage in unserem Zentralwerksjahr für uns, an dem wir die Türen öffnen und die Erkenntnisse weitergeben, die wir über das Gelände und die Vergangenheit des Areals schon gewonnen haben, und auch um Menschen einzuladen, ihre Erkenntnisse und Erinnerungen mit uns zu teilen. Dieses Jahr steht der Tag des offenen Denkmals bundesweit unter dem Motto Kulturspur, ein Fall für den Denkmalschutz, und geht der Frage nach, welche Erkenntnisse und Beweise durch die Begutachtung des originalen Denkmalschutzsubstanz sich gewinnen lassen. Welche Spuren hat menschliches Handeln über die Jahrhunderte hinweg und viele Zeitschichten hindurch hinterlassen? Das ist ein Zitat aus der Ankündigung. Bei uns steht der Tag des offenen Denkmals heute ganz im Besonderen unter dem Schlagwort unsichtbar, wie schon das ganze Jahr, und schaut auf das, was beinahe oder tatsächlich nicht mehr sichtbar ist oder war. Unsichtbar ist der Titel der Ausstellung, die einige von Ihnen jetzt schon gesehen haben, die wir seit Mai und noch bis in den November hinein hier im Saalgebäude zeigen dürfen und die damit unser erinnerungskulturelles Programm dieses Jahr prägt. Unser Anliegen in der Arbeit, die den Blick auf die Vergangenheit richtet, ist es, diese aus der Unsichtbarkeit hervorzuholen, so wie es die Fotografien von Rainer Viertelböck, den ich herzlich willkommen heiße, hier tun. So tut es auch Friederike Altmann in ihrer jahrelangen Arbeit, in der künstlerischen Arbeit in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück und in diesem Jahr verbindend auch hier bei uns im Zentralwerk. Einiges davon können Sie hier im Saal sehen. Das ist dort hinten der Tisch. Und so tut es auch die Künstlerin Anja Jokenas, die heute leider nicht hier sein kann, in ihrer Erforschung der Zeichen und Symbole, die über Generationen hinweg in die Steine entlang der Elbe geritzt wurden. Ihre Arbeit mit dem Titel Willi 42, die Indianer und ich, entsteht im Rahmenprogramm zur Ausstellung Unsichtbar und wurde dabei von Britta Sommermeier von der kreativen Werkstatt im Galvanohof kuratorisch begleitet. Dort wurden auch kürzlich Zwischenergebnisse ihrer Arbeit präsentiert. Zwischenergebnisse, weil erfreulicherweise Anja Jokenas in diesem Projekt weiterarbeiten möchte. Dann haben wir ein paar Bilder. Gleich. Da. Das ist ein Treidelpfad, ungefähr Höhe Ballhaus Watzke. Und Sie werden in dem Podiumsgespräch auch noch mehr davon erfahren und über das Projekt. Aber so ungefähr können Sie sich das vorstellen. Und diese Arbeiten können Sie dort hinten im Saal auch anschauen. Eine der Umsetzungen, die Anja Jokenas gefunden hat. Ein Blick in die Zukunft der Vergangenheit haben wir Ende August mit der Zukunftswerkstatt Vorhin geworfen. Und ich freue mich, dass ein paar der KünstlerInnen, die in zwei Tagen mit uns hier sehr intensiv gearbeitet haben, heute auch hier sind. Darüber werden Sie auch in der Podiumsdiskussion, die gleich unter dem Titel Das Erinnern von Dingen in seinen Umwegen hier neben mir beginnen wird. Im Anschluss an meine Begrüßung. Und unsere Gäste auf dem Podium wird Ihnen Caroline Förster vom Dresdner Geschichtsverein, die das Gespräch freundlicherweise moderiert, gleich noch genauer vorstellen. Nun möchte ich noch gern sehr herzlich den Förderern danken,
einfach an dem Ortsbeirat Pieschen für die großzügige Unterstützung und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, ohne deren engagierte Arbeit die Ausstellung Unsichtbar weder hier zu sehen wäre, noch möglicherweise überhaupt bestehen würde. Und der größte Dank geht aber wie immer an die unermüdliche Arbeit der ZentralwerkerInnen. Heute vor allem an die AG Erinnerungskultur mit Claudia Müller, Barbara Lubich, Sonja Käthen und Stefanie Köhler. Und auch sehr doll an Pia Eumann, Christian Palmizzi und alle anderen, die mit ihrer Vorbereitung auch den heutigen Tag wieder zu einem Highlight im Zentralwerk werden lassen. Wir sehen uns nach der Diskussion nochmal wieder. Dann gebe ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Programm, was Sie heute noch auf dem Gelände erwartet. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine angeregte und anregende Diskussion und übergebe an Caroline Förster. Guten Tag auch von mir oder guten Morgen oder guten Vormittag. Wir haben heute eine wunderschöne Runde hier. Ich möchte Ihnen die Damen und Herren auf dem Podium oder in den Sesseln, muss ich ja eher sagen, vorstellen. Friederike Altmann ist freischaffende Künstlerin, beschäftigt sich seit langer Zeit mit Erinnerung und künstlerischer Verarbeitung von Erinnerung. Daneben Barbara Lubisch, hier vom Zentralwerk und freischaffende Künstlerin und Filmemacherin. Dann haben wir Abishal Nigappa, der ist freier Arzt und Performer. Er ist Artist in Residence hier im Zentralwerk vom Goethe-Institut Bangalore. Hallo. Und Markus Pieper, Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, ist heute bei uns. Und die andere Seite, an meiner anderen Seite, der Herr, ist auch ein Leiter einer Gedenkstätte, nämlich Jörg Skribeleit ist Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg. Damit wir alle einmal hören, wie Sie denn zu sprechen sind, und ich hoffe, wir kommen auch noch ins Gespräch, habe ich mir überlegt, machen wir eine kleine Blitzrunde und jeder sagt nur einen Satz. Denn wir wollen uns ja mit dem Thema beschäftigen, das Material des Erinnerns. Aus was ist eigentlich Erinnern? Oder wie ist die künstlerische Verarbeitung? Wie können wir damit umgehen? Was ist der Rahmen des Schaffens? Welche materialorientierten Methoden gibt es? Und die Frage, die ich habe, aus welchem Material ist für Sie Erinnern, für dich Erinnerung? Friederike, fängst du an? Haben wir ein Mikrofon für Friederike? Und dann einfach das Mikro bitte weitergeben. Für mich ist das jedes Material, was menschliche Entwicklungsgeschichte verortet, berührt, beschreibt. Für mich ist das der Körper und das ist das erste Material, was wir zur Verfügung haben, um uns zu erinnern und bezieht ja sowohl Material als auch die dazugehörige Imagination und Vorstellungskraft. Okay, my name is Abhilash and actually I work with body memories and how it relates to early life and memories. And Abhilash arbeitet mit dem Körper als Gedächtnisort und the second sentence was working with body memories and how it relates with early life and memories. Und wie das mit den frühen Erinnerungen des Menschen zu tun hat, zusammenhängt. Für mich wäre die Erinnerung aus Stein in Form von Gebäuden wie diesem hier, von Hinterlassenschaften, Denkmälern, von dem Haus einer wichtigen Persönlichkeit, von einem ehemaligen Gefängnis oder was auch immer, die durch die Zeit bestehen bleiben und an denen sich immer neu, in jeder Generation, in jedem Jahr oder in jedem Jahrhundert neu die Erinnerung kristallisiert. Das ist jetzt nicht ganz genau die Erinnerung, aber doch immerhin wichtig für die Entstehung von immer neuen Erinnerungsformen jetzt und in der Zukunft. Jedes Material ist Konkretion. Material ist aber auch immer Symbol. Also es hat eine immaterielle Aufladung. Denken Sie an Granit, denken Sie an Metall, Ihnen fallen Dinge ein. Und mit dieser Entsymbolisierung oder anders Aufladung von Materialität zu arbeiten, ist für mich einer der Kerne. Vielen Dank. Wir haben jetzt ganz verschiedene
Definition gehört. Bettina hat es im Grußwort schon angesprochen. Im August haben sich hier 15 Künstlerinnen und Künstler getroffen, die genau sich diese Fragen gestellt haben, nämlich in der Zukunftswerkstatt. Barbara, was war dein Eindruck? Was spielt da, was hat in der Diskussion eine Rolle gespielt? Die Materialität, das künstlerische Verarbeiten, die Erinnerung? Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was da war? Wir waren 15, na, wir waren eigentlich fast 20 dann am Ende, weil wir haben Leute aus Dresden, Köln, Leipzig und aus Zürich hier gehabt und sehr unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichen Feldern. Wir hatten Landschaftsarchitektur vertreten, Fotografie, bildende Kunst, Theater. Ich wollte auch die Leute namentlich nennen, weil das ist immer wichtig, weil das waren Joan Brunetti, Susanne Kontny, Anja Jürkeners hat auch teilgenommen, Nora Otte, Daniela Lehmann, Natalia Bugay, Michael McQueer, Madeleine Riedel aus der Zeichnung, Soliso aus dem Musiktheater, Nazanin Sandin, sie ist auch hier als Illustratorin, die hat mit Rosa Bröckel zusammengearbeitet, sie ist auch hier. Und Dirk Lange, Valerie Madon, Naito, die ist Architektin, Alexandra Liening, die hat auch eine super Arbeit zum Hella gemacht als Landschaftsarchitektin, aber auch als Soundkünstlerin, Sonja Keten als Restauratorin und Sängerin, Stephanie Köhler als Allrounderin, jetzt im Flüstermodus, Bettina Lehmann als Kuratorin und als Caroline wollte ich sagen. Caroline, Bettina und ich haben das Ganze versucht zusammenzuhalten und das war eine super spannende Erfahrung und das passte zu unser Anliegen hier zu befragen, was ist denn, wenn wir diese Thematik versuchen zu öffnen. Also wir sind als Gedenkstätten, wir sind keine Gedenkstätte in dem Sinne hier und wir versuchen die Künstler mit ihren eigenen ich bin total abgelenkt. Aber we can make it together, basically. I can show you and then. Wir haben an dem Abend, genau, das waren alle die Bilder, die sind, danke. Sie haben einen Kreis gesehen. Dann, am ersten Tag haben wir uns erstmal zusammengefunden. Und wir haben uns gegenseitig vorgestellt und die verschiedenen Themen, die im Raum waren, gesammelt. Und während des Tages haben wir versucht, das zusammenzuführen. Und wir haben drei Themen herauskristallisieren können, die alle mehr oder weniger beschäftigen. Das Thema Distanz und Nähe, also das Erinnern als eine Bewegung, die eben versucht, also etwas Fernes auf eine innere Art und Weise und umgekehrt, also um diese Bewegung ging es ja. Es ging um Lücke, also Erinnern hat sehr viel mit Lücken zu tun, Lücken in der Erinnerung und Lücken, die man füllt. Es ist nicht nur, es gibt immer einen fiktionalen Moment auch in der Erinnerung, darüber haben wir uns unterhalten. Und als drittes haben wir Familiengeschichte, Weltgeschichte als Themenkomplex identifiziert, weil es auch immer einen Zugang, einen persönlichen Zugang auch gibt, und das hat oft mit dem, was man in der eigenen persönlichen Vergangenheit lebt hat, wie man diese Thematiken begegnet. Kannst du kurz noch sagen, warum ihr das macht? Also was war Hintergrund für dieses Treffen mit den Künstlerinnen und Künstlern hier? Und was war sozusagen Idee dahinter, Ja, die Idee ist, dass wir die Art und Weise befragen können, wie wir andere Menschen dazu einladen, auch sich mit dem Erinnern zu konfrontieren. Und deshalb haben wir auch ausdrücklich vermeiden wollen, das auf Nationalsozialismus, das Erinnern an den Nationalsozialismus zu konzentrieren, damit es sich
der das Feld öffnet. Wir hatten Soliso zum Beispiel als Musiktheater-Komponistin, die hat eine südkoreanische Geschichte mitgebracht. Und die reagierte, aber resonierte trotzdem mit den Problematiken, die auch zum Teil der Traumabewältigung, die in anderer Art und Weise sich im Umgang mit Nationalsozialismus ergeben. Und wir als Zentralwerk haben die Möglichkeit, dieses andere Angebot zu erforschen. Und das ist ja der Hintergrund und die Bedeutung unserer Begegnung gewesen, um in die Zukunft auch was zu bieten zu können und uns gegenseitig auch auf die Blindspots, auf den blinden Flecken hinweisen zu können. Vielleicht wird es noch ein bisschen deutlicher für alle, die nicht bei dem Workshop dabei waren, wenn ich unseren Gast vorstelle oder I'm asking you, what do you do, what's your work about, so we can talk about your work and vielleicht kriegen Sie dann einen Eindruck, was dieser künstlerische Zugang sein kann. Und wir versuchen es immer simultan zu übersetzen, damit Sie verstehen. Yeah. No, actually, I'm studied in martial art and yoga, and that's my physical movement background. And I also studied performing arts and scenography. So I have this academic and physical background. I always wanted to bring different disciplines together and work with it. So my focus is mostly exploring bodies and how it relates to memories, and also and the experience we had in the past, like how is that affects the way we do things and how we move, you know. So I kind of started working on that area, like, and working physically with dancers and non-dancers and exploring various information. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz übersetzen. Also die Herausforderung, die sich Abila stellt in der Zusammenarbeit mit Tänzer, ist, das Gedächtnis, das Körpergedächtnis zu erforschen, und dein Background ist die Martial Arts. Und Yoga. Und eigene Erinnerung. Also seit du fünf bist, since you're 5 years old, you're practicing yoga, right? Ergänzung? Und ich habe so verstanden, was der eigene Körper, wie der verbunden ist mit der Erinnerung. Das heißt, der Körper wird zum Material, und das ist quasi die spannende Frage, die wir jetzt haben. How does it work? How is it related to your own past? When I came to Europe and I started studying, and my interest was also like to get back to my past and also recover all the information that I went through during my practice and what kind of experience I had as a child or because I started very young, like with my martial arts. I was like 6, I think, yeah. And I actually wanted to like just forget about what happening at this moment, but to really dig my past and work with that. So instead of going back and practicing very similar things, I started exploring movements and how that movement can trigger various emotions which relates to the past. And so I started coming up with certain methods of practice. So, like, for example, like just walking across the space and how I experience the space with my body when I just walk from one place to another place. So I started with very, very simple movement methods, and then I slowly develop with many other methods also. Yeah. Als Abhilash nach Europa gekommen ist, hat er sich vorgenommen, zurück zu seiner Vergangenheit zu gehen, und es gab die Ebene der Information, aber dann hat er sich der Ebene der Erfahrung widmen wollen. Der wollte also diese
diese Narration in gewisser Weise vergessen, wenn ich das richtig, und aber in die Bewegung reingehen und gucken, was aus der Bewegung angeregt wird, getriggert wird und welche Emotionen in dieser Bewegung auftauchen. Und er hat verschiedene Methoden ausprobiert, beginnen mit sehr einfachen Formen, nämlich das Laufen in den Raum. You just told me that you work with hugs. Movement was mm-hmm. the first thing. Mm-hmm. So you discovered the space, mm-hmm. yeah. and you said visions, mm-hmm. movements, and mm-hmm. hugs. Yeah, yeah. Also Visionen oder Sehen, Raum mm. und Umarmung. Yeah. Just can you say something yeah, about yeah, that? Yeah, yeah. So I kind of divided my work into two categories because I was kind of interested in the feeling of touch and also exploring the space with working with the eyes, working with vision. So I categorized this and I started actually with the touch. So because I come from a martial art background, I always wanted to do like a little fight with people, and I explored like some kind of wrestling, and then I started exploring the body limits and also how it triggers certain emotions in the body and how, what is our capacity, how far can we go into this kind of movement practice, and then what happens, like, you know, we get exhausted, we get tired, and how that provokes certain emotions. Because sometimes the body, when it's tired, it's not done. So there's more to explore. And that's when all the past memories comes, when you reach to a certain physical state. And then what happens after? So I started exploring that part, where we are not really in control of our body, and then let the body take over and speak by itself. So that the memories come to the surface yeah. over the body or over the movement, yeah, yeah. is it that? Okay. Kind of put our bodies in a situation where it speaks, and then it speaks the past, it speaks the memory. So for that we have to go through some, I'm taking notes. Caroline hat die Frage nach der Umarmung gestellt, weil das ist eine der Dinge, die er in seiner Arbeit erforscht. Er war einerseits interessiert an dem Berühren und andererseits an ein Erforschen des Raums mit den Augen. Bezüglich des Berührens ist er interessiert gewesen, den Kampfsport, also die Martial Arts, insbesondere das Wrestling. Und warum das so ist, ist, dass er dadurch, durch diese extreme Erfahrung des körperlichen Einsatzes im Kampf, kommt man in einem Zustand der Exhaustion, also wenn man erschöpft, der Erschöpfung, und dieser Zustand ist sozusagen der Zugang zu Erinnerungen. Also in diesem Moment der Ermüdung löst sich was eben in die Welt Erinnerung bringt. Maybe we just can have a look at the work. Maybe? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yeah, let's do that. Thank you.
thank you for showing your work. Do you work in groups? So I think two things. The first thing is you just work with the group, and the other one is to watch it. There also something happen in the audience. Is it intended in that way? Because normally this performance is quite long. It's like 1.5 hours. And for an audience, sometimes because it's all the whole piece is improvised, like there is no movement set up. So in the beginning it's quite boring, but then after some time they start to realize that this is not the entertainment piece. It's something more physical, something more emotional. So somehow the audience reach to that place, and even though they're dancers, they can move really good. But at some point, they start to get tired, they get exhausted, and then they create movement based on that. And that really touch people sometimes, that they can see the emotional fact of the movement. Yeah. Okay. Die Performances sind improvisiert und dann ungefähr 1,5 Stunden. Und der Anfang fürs Publikum langweilig. Es ist auch keine Unterhaltung, es ist aber eine physische und emotionale Bewegung, die da zu sehen ist und zu erfahren. Und langsam kommt das Publikum auch dann rein. Und genau in dem Moment, wie wir das vorhin besprochen haben, die Erschöpfung, die Tänzer kreieren diese Bewegung, die eben emotional auf das Publikum sich überträgt. Markus Pieper, als Historiker haben Sie einen ganz anderen Zugang sicherlich zur Erinnerung und natürlich als Verantwortlicher für Gedenkstätten, für Orte. Sie haben gesagt, aus Stein ist die Erinnerung. Jetzt haben wir gesehen, Erinnerung kann auch Körper sein. Gibt es solche künstlerischen Ansätze und also arbeiten Sie in den Gedenkstätten damit? Und wenn ja, was sehen Sie da vielleicht für Vorteile oder? Also ja, wir machen das auch in ganz unterschiedlicher Art und Weise, weil künstlerische Zugänge, egal auf welche Art sie stattfinden, natürlich immer einen ganz alternativen, einen ganz anderen Zugang bieten zu den Themen, die wir dort behandeln. Gedenkstätten haben ja viele verschiedene Funktionen. Es geht darum, an die Opfer zu erinnern, die Opfer zu ehren. Wir haben Bildungsprogramme. Es geht auch darum, über den Ort zu informieren, historisch-politische Bildungsarbeit zu machen und. Und da setzen wir in allen unseren Gedenkstätten eigentlich auch immer künstlerische Werke ein. Auch übrigens Tanzperformances hat es auch gegeben in der Gedenkstätte Bautzen, einem ehemaligen Gefängnis der Staatssicherheit, das aber auch im Nationalsozialismus schon Gefängnis war, hat es vor einigen Jahren auch ein Tanzperformance-Projekt gegeben, wo aus Dresden Künstlerinnen und Künstler gekommen sind, die sich mit den Themen Isolation und Ohnmacht auseinandergesetzt haben, also den Ort begangen haben und das dann in Tanzperformances umgesetzt haben. Das ist ein ganz anderer Zugang, als wenn wir eine bildungspolitische Veranstaltung machen oder Historiker einladen und über historische Sachverhalte diskutieren. Das ist in unseren Gedenkstätten unterschiedlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die einzelnen Leiterinnen und Leiter, welche Interessen sie haben, welche Schwerpunkte sie setzen, auch welche Kontakte sie haben. Das ist ja auch schon alleine deswegen, als Historikerinnen, Historiker, Künstlerinnen und Künstler, das sind ein bisschen zwei verschiedene Welten. Also man muss natürlich auch Kollegen kennen, Kontakte knüpfen und da was hinbringen, aber wir haben eine ganze Reihe von solchen Projekten im Einsatz. Historical Research, Artistical Research ist auch so ein Programm, wo Künstler kommen, auch in Bautzen, auch den Ort kennenlernen. Transperformance war das eine, aber auch Klang, Töne, Musik sozusagen, das auf eine ganz andere Art und Weise bespielen, wenn sie so wollen, oder sich mit dem Raum, mit der Geschichte auseinandersetzen, als wir das sonst machen. Theaterprojekte spielen immer wieder eine große Rolle, auch Poetry Slams, also alles, was auch wortbasiert ist natürlich. Und in der Bildungsarbeit setzen wir auch künstlerische Ansätze oft ein, indem wir Jugendliche einladen, die sich mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zusammensetzen, selbstständig unter theaterpädagogischer Begleitung.
Themen auswählen, die für sie wichtig sind, die mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen besprechen, also in der Haft beispielsweise, Liebe, Freundschaft, wie auch immer, das entwickeln die Jugendlichen selbst und entwickeln anschließend auch selbst eine Art und Weise, das öffentlich zu präsentieren in den historischen Orten. Also da werden entweder Videoclips gedreht, die dann auch im Internet zu sehen sind. Es werden Installationen gemacht aus Gedichten oder aus den Schülerinnen und Schülern selbst sozusagen. Oder sie spielen Theaterszenen nach zu Themen Macht, Isolation, wie auch immer. Also da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und muss ich sagen, wirklich nicht nur gute Erfahrungen, sondern ich glaube, insgesamt aus der ganzen Arbeit, aus der Vielfalt unserer Aufgaben ist so etwas gar nicht wegzudenken, weil rein die historisch aufgearbeitete Information, also Gedenkstätte ist ja jetzt auch kein Buch oder keine Doktorarbeit, ist es, glaube ich, auch gar nicht richtig vorstellbar. Okay, dann würde ich gleich nochmal zu Jörg Skribeleit überleiten, auch Leiter einer Gedenkstätte. Worin kann denn ein Vorteil liegen in dieser künstlerischen Betrachtung, wenn man, wie es Markus Pieper gerade gesagt hat, ja, bei der Gedenkstätte gibt es eben viel Quellen oder es gibt dann irgendwie, man steht am Ort und Sie haben, oder du hast ja jetzt einen Ort, der mehrfach überformt ist, wie du selber gesagt hast, also welchen Vorteil kann dieser künstlerische Ansatz bieten? So wie es Markus Pieper auch beschrieben hat, aber, und das ist mir nochmal ganz wichtig, es ist viel mehr als nur eine ergänzende Methode oder es sind viel mehr im Plural als Künstler, als pädagogische Methoden. Und ich habe unlängst auf einer reinen Gedenkstättentagung vor ein paar Wochen in Kiel gesagt, vielleicht müssen wir uns vom Begriff der Gedenkstätten verabschieden, um ihn quasi zu öffnen. Weil Gedenkstätten, das, was man damit verbindet, bei Ihnen allen und auch bei den Schülerinnen, Schülern, wer auch immer kommt, schon also so ein fest eingespurtes Bild und auch Methodenprogramm hat. Und so verstehe ich auch, ich fand diese Nicht-Performance, also es ist ja eine performative Entwicklung, aber es ist keine Performance. Das hast du sehr schön nochmal deutlich gemacht. Dass wir unsere Orte viel mehr, und deswegen ist hier vielleicht, also es war natürlich provokant gemeint, ich hätte fast die Tagung verlassen müssen, also jetzt überspitzt, vielleicht müssen wir unsere Orte öffnen, deswegen öffnen in Methoden, öffnen in dem, was man sich darunter vorstellen kann, mit künstlerischen Mitteln, so wie das hier auch geschieht, deswegen bin ich immer so gerne und schon lange im Zentralwerk, um tatsächlich immer wieder an die Relevanz der Fragestellungen zu kommen, die diesen Orten von Gewalt, von Verbrechen, von Menschheitsverbrechen inhärent sind. Und da ist Kunst viel mehr als eine Methode, weil sie Menschen anders adressiert. Ob emotional, ob physisch, ob künstlerisch, ob, das ist ja oft auch ein großer Schlüssel, ob einfach irritierend und überraschend. Und da müssen wir viel offensiver vorangehen und vielleicht sogar unsere Begrifflichkeiten in Frage stellen. Super, vielen Dank. Dann gebe ich das Mikro mal an Friederike Altmann, weil sie arbeitet auch mit der Gedenkstätte oder mit verschiedenen Gedenkstätten zusammen und ist ja Künstlerin, habe ich schon gesagt. Und einen Teil ihrer Arbeiten können Sie dann da vorne auch noch begutachten. Und da geht es nämlich in der Arbeit, zumindest habe ich so verstanden, vor allen Dingen ums Verarbeiten, also Bearbeiten und Verarbeiten. Kannst du erzählen, was du in Ravensbrück für Projekte gemacht hast und welche Rolle dieses, genauso wie Sörg jetzt gesagt hat, dieser ganz andere Ansatz des Be- und Verarbeitens bei deiner Arbeit spielt? Also vielleicht auf den Jörg zurückzukommen, in seinen Antworten fühle ich mich total aufgehoben und da möchte ich auch das jetzt etwas bebildern. Ich habe 2015 angefangen in Ravensbrück zu arbeiten aufgrund meiner Tochter, die damals das Generationsforum an dem teilgenommen hatte. Und eigentlich durch die junge Generation bin ich an diesen Ort gekommen und durfte mich mit diesem Ort konfrontieren. Und bin dann ein Jahr später mit den sogenannten imaginären Koffern, die wir alle so mitschleppen durch Geschichtsunterricht, in dem Falle bin ich ja in der DDR groß geworden, wie der Stahl gehärtet wurde, die ganzen Musiktitel und Gedichte und auch die politische Formung.
mit diesen Koffern bin ich dahin an diesem Ort und habe dann mit dieser doch selbstkritischen, sehr hohen Naivität und auch so ein bisschen so dieses, na ja, vielleicht bin ich was Besonderes an dem Ort, wenn, weil ich mich dahin getraue. In dem ersten Jahr war ich mir eigentlich selbst das Material, also war ich mir dann am nächsten. Und das wurde mir aber mit der Zeit ein Problem, weil dort ging es irgendwo nie wirklich weiter. Es kamen dann in den nächsten Jahren verschiedene andere Materialien dazu, deshalb auch meine Antwort des Anfangs mit dieser menschlichen Entwicklungsgeschichte. Den Zusammenhang verstand ich aber erst in den letzten 2 Jahren, dass ich das eigentlich abspiele oder diese kindliche Entwicklung an diesem Ort nachgehe. Und für diesen Ablauf habe ich verschiedene Materialien gesucht oder Themen, also Kinder in Ravensbrück, die Schneiderei, die es dort gibt, also Stoff, Nadel, Stiche, auch Metall durch diese Maschinen. Dann ging es um die Pflanzen und Tiere, an denen habe ich sozusagen die Einordnung des Nürnberger Rassengesetzes versucht zu finden. Das klingt jetzt alles sehr, nur gerade bildhaft, aber später in die Landwirtschaft, also das Coburger Fuchsschaf, an dem dort Himmler geforscht hat, dann die Lieferketten. Also es wurde immer mehr durch die Themen, kam viel mehr Material dazu, die ich an dem Ort gesucht habe, wie ich eben jetzt irgendwie hier angekommen bin und hier in diesem Haus Materialien gesucht habe. Aber der Weg ist deshalb in keiner Form zu Ende. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es darauf nie wirklich eine Antwort gibt. Also wie eben Entwicklungsgeschichte abläuft, sie hat eigentlich im Prinzip kein Ende. Mit dem Tod wahrscheinlich, aber auch dann kommen ja wieder neue Fragen. Reicht das erstmal so ein bisschen? Was hast du mit dem Material gemacht direkt? Also oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip diese ganze Berührungslehre oder diese ganzen taktilen Grundlagen, die wir als Menschen, als Kinder schon erfahren, das Anfassen, das Riechen, das Hören, Temperatur, Kraftdosierung, also welche Dosierungsmöglichkeiten von Kraft hält ein Material aus. Aber da ich noch ein ganz besonderes Medium in den letzten Jahrzehnten also mir angeeignet habe oder auch mir das ganz wichtig ist das Nähen. Das heißt also durch Nadelstiche, durch feine Zwirne oder grobe Sachen immer wieder mich mit diesen Materialien der Orte, immer mit denen in Korrespondenz zu gehen, die abzuschwächen oder abzutrennen oder verbinden oder zu verwickeln, umnähen. Ja, also es gibt ganz verschiedene Sachen, also vom Malen her bis zum Modellieren oder Nähen. Und wie war die Arbeit dann, weil Jörg Skribeleit sagte, dass die Gedenkstätten sich öffnen müssen oder sollten vielleicht, um diese Zugänge auf eine, wir haben ja jetzt gehört, Körper, Emotionen, verarbeiten im eigenen Körper. Wie war die Zusammenarbeit da mit Ravensbrück? Darf ich das nicht fragen? Okay. Nee, es ist gut und die Frage ist wichtig und die hat mich 10 Jahre sehr stark begleitet. Also für jedes Jahr, in dem ich an diesem Ort war, habe ich den Historiker gebraucht. Man sieht das an dem großen Packpapier, für jedes Jahr gibt es so eine Art Vorarbeit, die ich zu Hause mache. Das heißt, ich bitte um ganz viel Informationen, Literatur von den Historikern des Ortes und dann lese ich erstmal und bringe das alles irgendwie zusammen. In der Form, in Worten oder in ganz neuen Vernetzungen, die so in Narrativen, also Geschichten. Also ohne den Historiker würde ich ja jetzt auch nie wirklich so an die Tiefe kommen.
Das freut die Historiker hier in der Runde. Ja, aber was ich eine Zeit lang wirklich vermisst habe, oder ist Bewegung. Bewegung dieser Person, die, ich sag, ich bin jetzt wirklich, ja, ganz ehrlich, am Schreibtisch sitzen und ihren Popo nie wirklich in Bewegung bringen. Und das reicht mir einfach nie. Also die bewegte Konfrontation mit Menschen, die sich mit solchen Orten auseinandersetzen, egal was passiert. Es geht auch mal gar nicht um Qualität oder was sie da reden, sondern einfach mehr Konfrontation zuzulassen. Mit diesen auch Gefühlen, die dort entstehen. Ich bringe ja mit meiner Person ganz merkwürdige Gefühle an den Ort. Und ich gebe mir unheimlich Mühe, diesen Mut aufzubringen, dahin zu gucken. Und ich würde mir schon sagen, ich benutze jetzt mal das Wort erwarte. Ich erwarte eigentlich, dass sie mit mir, wenn sie an diesem Ort und für diesen Ort brennen und arbeiten, den Weg mit mir gehen. Okay, das heißt also, wir haben da auch wieder die Frage nach der Historiker, Distanz und Nähe, wie er mit dem Material, wie er das Material sieht. Jörg, ihr habt Projekte ja gemacht oder du hast dich auch mehr darauf eingelassen. Willst du kurz sagen, was deine Motivation da war? Wollte nur so, Friederike sagt ein starkes Statement zum Schluss, wirklich, wirklich gut. Ja, wir haben uns darauf eingelassen, wir machen ganz unterschiedliche Sachen, ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aktuell haben wir was mit einer jüdischen, südafrikanischen jungen Künstlerin, deren Opa aus Polen noch rausgekommen ist und in diesem Apartheidsstaat überlebt hat. Und die bringt automatisch eine Familiengeschichte mit, die bringt was Postkoloniales mit und gleichzeitig die Überlebensgeschichte ihrer Familie. Und die setzt sich sehr konkret mit einem Ort auseinander und der Titel heißt, erst hatte sie Memory, fand ich besser, jetzt heißt es Melting Stone, am Anfang war es Melting Memories. Die versucht, und so können Sie vielleicht auch mein Eingangsstatement einordnen, also ihre Agenda war zu zeigen, dass sich Erinnerung verändert und dass sich die Materialität verändert. Und Granit, der einen in Flossenbürg überall anspringt, den hat die versucht zu schmelzen zu bringen. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das funktioniert bei 1000 Grad. Und dann nimmt der andere, so wie wenn eine Kerze schmilzt. Das war ihr einer Ansatz. Und dann in einem Gebäude, in dem sie das ausstellen wollte, was ein historisches Gebäude ist wie hier, wo es ein nationalsozialistisches Fresko gibt, wo sich die Volksgemeinschaft selbst darstellt, das aber verändert wurde, wo ausgekratzt Dinge wurden, hat sie quasi in dem vorgesehenen Ausstellungsraum, hat sie begonnen, auch mit dem Ausstellungsraum zu arbeiten und hat ein zweites Projekt gemacht, Scratched Memories, also so mit satiniertem Glas. Das jetzt nur als Beispiel. Ein anderes ist, wir haben eine 32 Meter hohe Raum- und Klangskulptur mitten in den Flossenbürger Steinbruch gestellt, der zum Teil noch ökonomisch betrieben wird. Vor dem Hintergrund, es ist alles keine Gedenkkunst, das ist wichtig. Also so wie Friederike das auch beschreibt, das sind Dinge, die, du hast dich an den Ort begeben, aber oft entstehen auch Sachen, die die Orte verändern. Und dafür ist diese große begehbare Skulptur ein Beispiel. Und es ist wahnsinnig politisch. Da kommen Leute an diesen Ort, die noch nie eine unserer Ausstellungen besucht haben, aber für die dieser Turm als Landmark, als sichtbares Zeichen wichtig ist. Und auf einmal sind die aber mittendrin in einer Debatte über, kann man da heute noch Granit abbrechen, wofür steht dieser Ort? Und deswegen, es ist ein bisschen ein abgenutzter Begriff, mir fällt nur kein besserer ein, also vielleicht euch oder so. Wir werden uns jetzt in diesen Steinbruch hineinbegeben, in historische Gebäude, so wie ihr euch vom Zentralwerk auch in diesen Ort hineinbegeben habt. Und wir werden das sehr bewusst und dezidiert als Memory Lab, als Experimentierfeld Erinnerung etikettieren. Also die Türen aufmachen, den Raum aufmachen. Und wir haben extrem gute Erfahrungen, weil das einfach Leute, Menschen, Diskurse befördert, die ansonsten nie Gedenkstätten besuchen würden, weil das ist ja so ein Oldschool-Teil. Ja, das habe ich in meiner Schulklassenzeit gemacht. Oder da gibt es jetzt wieder mal einen Film, weil ein Jahrestag ist und dann interessiert mich das. Und ich glaube, insofern hat Kunst, haben Künste, haben performative Akte, haben Auseinandersetzungen, haben Prozesse, wie sie die Friederike auch beschreibt. Also oft ist ja der Prozess das Interessante und nicht das Ergebnis.
auch eine immense, sagen wir mal, pädagogische und auch eine immense politische Kraft, die viele meiner Kolleginnen noch nicht erkannt haben. Möchte der Kollege was dazu sagen? Ja, und ich glaube, darüber hinausgehend kann sozusagen Kunst auch noch, naja, wie soll ich das sagen, Lösungen oder Antworten finden, die wir sonst nicht nur nicht hätten als Historiker oder auch als Bewahrer von historischen Orten oder die wir uns verbieten würden oder auf die wir gar nicht kommen würden. Ich denke daran, mich erinnert, ich weiß nicht, In den 90er Jahren gab es in Weimar im Marstallgebäude, in dem sowohl die Gestapo saß in der NS-Zeit als auch danach, nach dem Krieg, die sowjetische Geheimpolizei dort die Räume genutzt hat, auch die Keller genutzt hat, und im Innenhof waren Baracken gebaut worden damals, weil die Räumlichkeiten nicht ausreichten. Dann wurde in den 90er Jahren das Marstallgebäude saniert, das Hauptstaatsarchiv, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, ist dort eingezogen, und es war sozusagen notwendig, um im Untergrund Archive zu bauen, diese Baracken irgendwie zu versetzen, abzureißen, wie auch immer. Wo wir sozusagen als Historiker, als Gedenkstättenmenschen, als Wissenschaftler sagen, um Gottes Willen, der historische Ort, alles muss erhalten bleiben und. Die Lösung hat sozusagen ein Künstler gefunden, dessen Namen ich leider vergessen habe, und hat Hoheisel, richtig, genau. Und das nennt sich zermahlene Geschichte. Das ist sozusagen, diese Baracken wurden so, wie sie sind, in einen riesengroßen Schredder geworfen, zermalt in einer großen Aktion, an der auch die Stadtbevölkerung teilgenommen hat. Diese zerschredderten Baracken sind dann gelagert worden in Containern vor dem Marstall. Nach der Sanierung sind sozusagen die Grundrisse in dem Innenhof wieder kenntlich gemacht worden, und dieser zerschredderte Rest der ehemaligen Baracken ist dort hineinverfüllt worden, sodass man jetzt in den Innenhof gehen kann, und man hat natürlich auch historische Informationen, auch Fotos und Bilder und so weiter, aber das wäre etwas, wo glaube ich, die allermeisten unserer Kollegen am Anfang gesagt haben, sind sie wahnsinnig, also wenn alles geht, aber das sozusagen so zu verarbeiten, aber das hat alles miteinander verbunden, eine Stadtdiskussion, eine Performance, auch sozusagen ein dauerhaftes, naja, was ist es, ein Kunstobjekt, ein Denkmal, wie auch immer, insofern glaube ich, auch das müssen wir uns, und da hat Jörg Skribeleit schon wirklich recht, auch immer wieder deutlich machen, weil man ist schon tatsächlich auch beschränkt und kriegt den Popo nicht hoch, wie du wirklich gesagt hast, das ist eben auch tatsächlich eine Berufsfolge, und ich glaube, dieser Aspekt sozusagen auch ganz, ganz andere Antworten, Lösungen zu finden, ist wirklich auch wichtig. Friederike? Ich komme jetzt nicht umhin, da, weil mein Gedanke die ganze Zeit dahin geht, ist diese wirklich Verbindung zu schaffen zu den jungen Menschen, die diese Orte besuchen sollen. Wir wollen das ja gerne, dass die da hingehen und sich das alles anschauen und sich auch noch historisch informieren. Wirklich diese Achtsamkeit auch immer wieder walten zu lassen, dass wir nicht mit diesen fertigen Kunstaktionen oder Projekten die diese Vorgabe denen geben. Wie kriegen wir die Jugend in diese Zwischenphase? Also wie bekommen wir die zum Fühlen und zum Anfassen? Also die Dinge, die näher an ihrer Entwicklungsgeschichte dran sind. Also das sind ja alles noch junge Menschen, die noch ganz viel über aus ihrer Kindheit noch in sich tragen und noch nie verschüttet haben. Also das wäre mir immer, also das fände ich jetzt von meiner Seite nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass Künstler da auch, die damit arbeiten, da sehr weiter noch denken, also tiefer denken, als diese fertigen Kunstwerke hinzustellen an diese Orte. Also wieder Prozess und Erfahrung. Ja. Barbara, ja, du also musst ergänzen. Bin ich bei meinem Kollegen durch das Tanzen sehr verbunden. Ja, ich wollte eine Anekdote erwähnen, nämlich eine Synergie, die entstanden ist, auch während unserer Zukunftswerkstatt. Parallel zu unserer Arbeit lief im Seminarraum von Coloradio ein Workshop von einem deutsch-polnischen Jugendprojekt von Oleg Witt, ein polnischer Theatermacher, der mit Jugendlichen im Alter von 16 Jahren ungefähr eine Woche lang gearbeitet haben. Sie haben eine Performance entwickelt,
die am St. Pauli-Friedhof stattgefunden hat, einmal und dann an der Elbe, und sich beschäftigte mit der sehr schweren Vergangenheit der Zwangsarbeiterinnen-Kinder, die dort umgekommen sind. Und sie kamen auch an dem Abend, wir haben Teil der Zukunftswerkstatt, dann war eine öffentliche Abendveranstaltung, und wir haben mit dem Publikum diese drei Thematiken, Lücke, Familiengeschichte, Weltgeschichte und das dritte habe ich auch schon genannt, besprochen. Und sie waren bei der Lücke. Und da war es, Steffi hat moderiert, und es war eine super spannende Diskussion. Und ich sage nur anschließend, am Ende haben sich diese super fitte polnische Mädchen sich bedankt, dass wir sie zugehört haben. Also wenn man sich fragt, wie kann das sein? Also ihr habt so viel zu erzählen, und by the way, ja, digitale Welt, aber das, sie haben mir immer wieder gesagt, das Digitale ist eine Möglichkeit, die Information zu erforschen oder weiterzugehen, aber der Zugang, der muss über eine Möglichkeit des Dialogs sich ergeben. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich würde gerne irgendwie die Runde vielleicht nochmal öffnen für das Publikum. Vielleicht gibt es da auch noch Nachfragen für diese ja sehr spannenden Themen, die wir angestoßen haben. Also wir haben über Erinnerungen gesprochen, die im Körper ist, über künstlerische Zugänge, über die Zugänge im Entwicklungsprozess, dass man sich vielleicht auch nochmal überlegen sollte, wie kann man diese Menschen erreichen, wie kann man junge Menschen erreichen und eben nicht nur im Digitalen, oder was heißt das eigentlich digital, und auch, was Sie sagten, künstlerische Zugänge nicht per se als pädagogisches Angebot, sondern ernst nehmen, also wirklich als Statement nutzen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wir würden auch das Mikro weiterreichen. Oder Statements vielleicht, wollen Sie was sagen? Ja, da, der Herr. Das ist nur ein kurzer Freudenausbruch Ihnen gegenüber mit dem hellblauen Hemd. Herr Pieper. Herr Pieper, ich finde das genial, die Idee, die Sie geschildert haben, dieses Denkmal mit den Baracken nicht weiter stehen zu lassen. Das hat offensichtlich die Stadt so mit beschlossen. Und das finde ich also eine sehr nachhaltige Idee. Denn was würde man sich vorstellen, was dann, das ist ja ein großer Pflegeaufwand nötig, um das dann zu erhalten. Und so finde ich das viel wirksamer mit dem Schreddern und dann entsprechend öffentlichkeitswirksam zu machen. Danke. Vielen Dank. Ja, guten Tag, ich bin Rainer Viertelböck, der Autor der Bilder hier. Das hat mich jetzt wahnsinnig interessiert, hier die Podiumsdiskussion, obwohl ich tatsächlich häufig so mit Langeweile-Garantie Diskussionen entgegenblicke. Aber wahnsinnig viele Punkte. Die Körperinformation fand ich besonders spannend. Ich denke, das kann, also Ich glaube, oder das ist kein Glaube mehr, das ist ja inzwischen in den Bereich der seriösen Wissenschaft übergegangen, nämlich epigenetische Informationsübertragung, also die Übertragung von Informationen unserer Vorfahren, natürlich nicht nur traumatisch in jeder Hinsicht. Und ich glaube, wir tragen das alle in uns, die Geschichte unserer Großväter, Urgroßväter und so weiter. Und diese Orte, diese Schreckensorte, die wecken diese Informationen. Das ist auch wirklich meine persönliche Erfahrung. Ich habe ja wahnsinnig viele Lager bereist, und ich konnte mich da oft, haben mich Leute gefragt, das ist, wie hält man das aus? Ja, aber ich habe das als wahnsinnig verinnerlichend erlebt, die Begehung der Orte, und zwar nicht die wissenschaftliche Begehung, sondern das Spüren der Schwingungen, ja, die sich dort mit meinen eigenen Schwingungen verbinden. Und von daher. Aber das widerspricht ja genau dem Schreddern, oder? Könnt ihr euch ein bisschen betteln?
Och, ich will da nicht widersprechen, das ergänzt sich vielleicht auch, das ist einfach nur eine Erfahrung, ja? Also ein Erleben. Und dieses Erleben von in Anführungsstrichen, Gedenkkultur, ich finde, das ist der Weg, ja, sich zu connecten mit dem Vergangenen, weil es sowieso in uns steckt. Also es ist eine Frage des Weckens der in uns sowieso vorhandenen Informationen aus der Vergangenheit. Ja, keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas hier erklärlich gemacht habe oder nicht. Vielen Dank. Gibt es noch? Es gibt einfach hinter Ihnen, also zwei haben wir noch. Friederike Scheibler aus Dresden. Ich danke meiner Namensschwester Friederike für die radikal ehrliche Schilderung ihres Weges der Arbeit. Und was ich dabei besonders wichtig fand, war dieses sich eingestehen auch der eigenen Eitelkeit, mit der man solche Dinge manchmal beginnt. Und ich glaube, dass dieses sich selbst radikal an diesen Ort begeben und sich anfragen lassen, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und dann habe ich auch noch eine Frage, das ist unabhängig davon eher, Sie arbeiten an den Herrn, der mit den Tänzern arbeitet, dessen Name ich leider nicht so gut verstanden habe, dass ich ihn wiederholen könnte gerade. Sie arbeiten mit professionellen Tänzern bisher. Könnten Sie sich vorstellen, auch mit normal beweglichen Menschen sich auf denselben Weg zu begeben? Mir ging die ganze Zeit, ich komme von meiner Erfahrung her auch aus der psychotherapeutischen Ecke, ich wüsste ganz viele Arbeitsbereiche, wo es notwendig wäre, dass ganz normal bewegliche Menschen diesen körperlichen Zugang zu ihren Erinnerungen finden können. Und dann wäre ein Punkt noch, wo ich denke, dort müsste es vielleicht weitergehen. Das Erinnern, das Aufreißen ist das eine. Wo geht die Reise hin in puncto Heilung, Umgang, Weitergehen im Heute und Jetzt und darüber hinaus? So, this is a question for you, Abhilash. Steffi, yeah. Okay. Actually, because I also give a lot of workshop, and I also work with people who never moved in or who never danced. So, and it's for me, bodies are bodies. Like I like to work with all kind of people, and it's always interesting to see how the movement happens with the non-dancers. And I find the approach is very honest and very very truth, like somehow it's more truthful for me. And so, and speaking about the healing part, because for me, I still approach this whole thing as a practice. That's why I always like to explore and healing. I don't know, I still haven't reached, because I really don't know if, because that's another huge book that I haven't opened yet. But I can say that there is a healing in the practice, because I also studied martial art, yoga, and this is all my background. I always feel like that really helped me in my own personal life, and because my approach is also coming from the principles of martial art and yoga, I always feel like there is an influence, and that's already healing. So, and yeah, so yeah. Ich übersetze. Er arbeitet mit Laien. Er sagt, Körper sind Körper und alle Menschen sind willkommen in seinen Workshops. Und eigentlich ist es auch ehrlicher, die Art und Weise der Bewegung von Laien sogar, als die Bewegung der professionellen Tänzer. Zum Thema Heilen, er sagt, er arbeitet mit diesem Halten als Praxis und dennoch, das Heilen ist ein Buch, was er noch nicht komplett aufgemacht hat. Und dennoch, dadurch, dass er mit Yoga und Martial Arts arbeitet, ist das in der Praxis auch ein Teil von Heilen, was stattfindet.
Können Sie das Mikrofon einfach vorne weiterreichen? Da haben wir noch eine mehr. Dankeschön. Ja, super spannend, was du gesagt hast. Es gibt, also ich bin Daniela Lehmann und ich bin Tänzerin, Choreografin und mache ganz viel auch somatische Arbeit, also diese körperliche Arbeit, die auch also Abhilash macht, also da überschneidet sich was. Und ich finde es auch, wie du sagst, total spannend, das mehr zu tun mit allen Menschen. Und es gibt hier in Dresden auch Menschen, die diese somatische Arbeit machen und die auch so ein bisschen angedockt sind an die systemische Arbeit, wenn du so, ne? Also wenn du da interessiert bist, da gibt es auf jeden Fall Kontakte sozusagen. Und was ich noch sagen wollte, weil Sie gesagt haben, irgendwie das widerspricht sich, was mir dabei eingefallen ist, ist, dass das Symbol an sich, also so eine künstlerische Arbeit ist ja dann, ne, ein Symbol, auch das steht da und das heilt halt nicht. Und das ist irgendwie so diese Ergänzung für mich. Also diese wirklich körperliche Begegnung hat eben das Potenzial des sich Veränderns und Heilens. Vielleicht für manche ist es Heilen. Und das finde ich total spannend, diese Idee der Entsymbolisierung auch. Also da wirklich irgendwie pur zu sein, ohne Symbol. Ich spüre, dass es eine Antwort gibt. Nein, es gibt überhaupt keine Antwort, sondern es gibt nur tatsächlich eine Problematisierung bei dem Feld, über das wir die ganze Zeit sprechen. Ich verstehe, wo ihr herkommt, aber ich weiß nicht, ob unser Ziel das Heilen ist. Weil Heilen auch so was optimistisch Positives, endgültig Bewältigtes, Verschlossenes hat. Und ob nicht unser Job ist, mit, so wie wir hier sitzen, also diese Wunden, die natürlich verkrusten und so weiter und so fort. Wenn Dinge verkrusten, dann kann man irgendwie besser damit leben, aber sie sind noch irgendwie auch da. Weil heilen würde ja quasi Zugangsformen für andere Generationen später, also was innen drin ist. Ich habe euch nicht so verstanden, aber ich will nur diesen Heilbegriff ein bisschen problematisieren. Und ich will nicht zu viel reden, das ist natürlich überhaupt kein Widerspruch. Also weil das Schreddern ist nicht das Wegräumen, so habe ich sie nicht verstanden. Also wenn wir alle die Sachen wegräumen, auch das Gülewerk, das was in Weimar passiert ist, was der Kollege Pieper beschrieben hat, das ist ja, ich bleibe am Ort und wandle tatsächlich ein Symbol, das ist super, in ein anderes um. Und es bleibt trotzdem da. Also, und steht dann symbolisch, also die verfallene Baracke, die da war, wird geschreddert und bleibt dann symbolisch am selben Ort für einen neuen Aggregatzustand. Also das ist, glaube ich, entscheidend. Aber heilen finde ich schwierig. Ich finde den Begriff heilen übrigens auch schwierig. Also ja, wir hatten den Begriff auch in der Zukunftswerkstatt beim Erinnern als Heilen. Und das wurde genau, wie du es beschreibst, sehr, sehr kritisch gesehen und auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben jetzt verschiedene Meldungen. Wir haben noch zwei Meldungen und dann würde ich sagen, können wir so langsam, ich gucke mal zu dir. Ja, ja gut. Okay. Also ich würde mich mit diesem zudeckenden Begriff, also Verständnis des Heilungsbegriffes, komplett missverstanden fühlen. Das, was intendiert war, war eigentlich eben gerade ausgelöst durch die Bewegung, Heilung verstanden als Fähigkeit, wieder aufzustehen und den Weg weiterzugehen in dem Wissen und in dem Aufnehmen dessen, was hinter einem liegt und was man auch mitnimmt. Und deswegen wäre mir bei der Gedenkstättenarbeit auch ganz wichtig, die Öffnung, nicht nur dieses Zurückschauen, was war da und wie schlimm war das, sondern was macht das mit mir und wozu ruft es mich auf, was ist jetzt notwendig? Und ich finde das spannend, aber ich würde den Begriff umdrehen, nämlich in Unheilen, in Modern. Und ich habe da, also dieses im Unsichtbaren halten und im Verstecken, und da gehört auch diese gläserne Schaukasten-Gedenkkultur in gewissem Bereich dazu, weil das entrückt, ja, das trennt uns in unserer Wahrnehmung, in unserem individuellen Schrecken von dem, in dem es in die Vergangenheit gestellt wird, ja, und kein Bezug mehr in die Gegenwart und auch in die Zukunft möglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht an den Orten, das habe ich
dir auch schon erzählt, Jörg, die schrecklichste Nacht, die ich auf diesen Reisen verbracht habe, die war in einem Fünf-Sterne-Hotel in Lodz, in der ehemaligen Textilfabrik, die traumhaft restauriert wurde, ohne jeden Hinweis, dass in diesem Ort Hunderte oder Tausende von jüdischen Arbeitern aus dem Ghetto beschäftigt waren. Und diese im Unsichtbar-Halten des Schreckens, das modert, das schafft Unheil. Also ich finde den Heilbegriff auch schwierig, ja, weil man, was will man heilen an dem stattgefundenen Schmerz? Aber ich finde ihn im Negativen weitertragend, weil sich die Geschichte im schlimmsten Fall nicht wiederholt, aber in neuer Form wieder abspielen wird und kann, wenn wir eben nicht den Schrecken in uns sozusagen öffnen. Und da, denke ich, fängt für mich dieses Sichtbarmachen des Unsichtbaren an, also das Lüften des Moders. Vielen Dank. Das würde ich heilend verstehen, ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Friederike, du möchtest darauf noch... Ich bin jetzt auch erleichtert, dass dieses Wort Heilung in Bewegung gekommen ist und beweglich hier auch im Raum zurückbleibt, weil dieses ganze Thema hat immer was mit absoluter Konfrontation zu tun. Und da bin ich bei deinem Unheil unheimlich nah, auch als Künstlerin, wirklich genau das Gegenteil von dem zu machen. Weil erst durch das Gegenteil, also diese Opfer-Täter-Gegenüberstellung und so weiter, diese ganzen Begriffe, klein, kurz, lang, dünn und diese ganzen, die geben eigentlich den Weg vor, in eine Art von, Anführungsstrichen, Heilung zu kommen. Ja. Vielen Dank. Wir haben es wieder angerissen. Also wieder sitze ich hier und denke, wir müssen das Gespräch einfach fortsetzen. Also mit verschiedenen Beteiligten. Also ich denke gerade das Thema, wie Gedenkstätten digital arbeiten, wie Institutionen arbeiten, wie sie diese Ideen aufnehmen können und weiterentwickeln können, dass es da noch mehr Begegnungen geben sollte, könnte, müsste. Das nehme ich jetzt mal so mit und halte ich das so fest. Wir haben noch ein Grußwort. Barbara, kannst du uns was dazu erzählen? Ja, Pamela Toscano von SOR, Centro di Cultura Contemporanea von Catania. Mit ihr sind wir verbunden in einem Projekt, wo es um industrielles Erbe, um Klang, um Soundscapes geht. Und sie wäre ja beteiligt gewesen, sie war ein bisschen krank, dann haben wir gesagt, okay, dann machst du eine Videobotschaft. Sie hat die 9 Minuten lang gemacht. Deshalb haben wir folgenden Vorschlag, und das ist ja auch wunderbar, zuzuhören, auch die 9 Minuten. Wir hören ein bisschen rein, dann wird die Bettina die abschließende Worte sagen und dann später wird dann nochmal vollständig die Pamela zu sehen sein. Aber ich würde sagen, Pamela ab. Hi, I'm Pamela Toscano. I'm from Italy, in the south, from Sicily, and my center, my cultural center, is named ZOO, Centro Culture Contemporanee, and we have this new refurbished old refinery of sulfur, and we are the leader of the project Industrial Heritage Soundscape, and I'm the project manager of this project. And the project involves 3 different Italian partners, we and another one in Palermo, and is based in old furniture industry, and another partner is Darshan, and is focused on popular and traditional research and music, and international partners. And the first one is Zentralwerk, as you know, in Dresden. And then another one is Truxferik in Slovakia. They have several different places, but we are focused on the old railway station. And the last one is in Ukraine. I'm sorry to say it was in Ukraine, in Soledar, because the center doesn't exist anymore because of the war. And it was a mineral cave of salt
And so we have like this fil rouge unifying everybody about industrial heritage. And for this reason, we decided to choose the theme, the topic of the valorization, the heritage of these industrial sites through performative arts. And first of all, with music and soundscape. And thanks to the grant that we received from the Ministry of Culture in Italy, we can develop this cultural project in this last year. And we arrived at the end now. And we have around 15 young artists, not only young, to be honest, and they worked together online and in presence with residencies, trying to find again how to tell to the community about the center, about the history, about the memory, the heritage of each center. But we decided to mix all the artists together to have different point of view. And the main focus, as I was saying, of the project is the music, but very contemporary music. We used multimedia and video and also new technology to restart this tale. How can I say? Not in a ceremonial, not in a way that we want to just remember the past, but that we want to retell it, to transform it with contemporary music, electronic music, using sometimes also sounds and performative gesture and objects in the field of interactive, for instance, or participative installation, artistic installation. And we want to give this challenge, this opportunity to the artist to be entrepreneurs of themselves. Okay, vielen Dank. Wir haben die Möglichkeit, das dann auch noch weiterzuhören. Erstmal möchte ich ganz herzlich Dank sagen an die Runde, an Friederike Altmann, dass sie hier war und mit uns diskutiert hat und ein starkes Statement gegeben hat. Barbara Lubisch fürs Organisieren, fürs Anstoßen, fürs Zentralwerk, vielen Dank. Steffi Köhler, die fleißig geflüstert hat und übersetzt hat, vielen Dank. Abilash Nikba, herzlichen Dank fürs Dasein und Impuls geben. Markus Pieper, vielen Dank, dass Sie da waren. Und Jörg Skibeleit auch, vielen Dank. Und natürlich herzlichen Dank der professionellen Moderation. Danke. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Vielen Dank, Caroline Förster. Ganz, ganz kurz zum Statement von Pamela. Sie haben Gelegenheit, das in Gänze auch noch zu hören. Also das Projekt heißt Industrial Heritage Soundscapes und beschäftigt sich mit Möglichkeiten durch Soundkunst und Medienkunst mit Erinnerung, mit Vergangenheit sich auseinanderzusetzen, gemeinsam mit Partnern. Also so ist die Organisation, sitzt in Sizilien, Palermo, und gemeinsam mit Partnern in der Slowakei, in der Ukraine, beziehungsweise jetzt leider aus der Ukraine, keiner ist mehr im Land, dem Zentralwerk zusammen suchen sie Wege der Auseinandersetzung mit diesen künstlerischen Formen. Vielen Dank auch von mir an alle Teilnehmenden des Podiums. Und ich bin sicher, das Gespräch wird sich fortsetzen. Und Sie sind alle sehr herzlich eingeladen, die Sprechenden hier anzusprechen, ihre Gedanken zu teilen, weiter ins Gespräch zu kommen. Und ich bin jetzt, wie angekündigt, nochmal hier, um Ihnen zu verraten, wie es bei uns heute weitergeht.
Direkt im Anschluss können Sie hier im Saal bei den Arbeiten von Anja Jurkenas dort hinten einer Geschichte aus dem Rahmenprogramm der Ausstellung lauschen, die der Philosoph und Buchautor Ferdinand Wikonczai vorträgt. Der Herr in Rot, da können Sie sich hinbewegen und er wird beginnen, sobald sich einige Zuhörende um ihn herum gruppiert haben. Um 13.30 Uhr haben Sie die Gelegenheit, mit Rainer Viertelböck die Ausstellung noch einmal zu sehen, also mit dem Fotografen selbst. Ich glaube, es ist die letzte Gelegenheit auch, ne? Von ihm mehr über die Fotografien und das ganze Projekt zu hören. Im Hof ist für das leibliche Wohl auch gesorgt. Es gibt Führungen über das Gelände um 12 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr. Dafür können Sie sich noch anmelden. Vorne am Einlass liegen Listen aus. Tragen Sie sich da einfach ein. Es gibt noch Plätze für alle drei Termine, wobei die 12 Uhr Führung jetzt, glaube ich, schon losmarschiert sein dürfte. Also 14 Uhr und 16 Uhr. Und der Schwerpunkt liegt auf der restauratorischen Spurensuche im Gebäudekomplex Zentralwerk. Hier im Saal geht es um 15 Uhr weiter. 15 bis 18 Uhr findet hier ein Operncafé statt. Das wird auch sehr spannend. Hier zusammen mit dem Opernkollektiv Szene 12, mit denen uns eine jahrelange Zusammenarbeit schon verbindet. Im Hof begleitet uns auch ab 13.30 Uhr Gerhard Köhler musikalisch mit einem internationalen Programm auf dem Akkordeon. Und zwar unter der Linde an der Heidestraße, also wenn Sie hier rausgehen nach links, auch auf der Heidestraße befindet sich ein Schaukasten. Ich würde das Wort jetzt gerne in Anführungsstriche setzen, weil wir das gerade schon gehört hatten, mit den oder Teilen der Ergebnisse von Friederike Altmanns Arbeit hier im Zentralwerk, ihren Erforschungen. Und außerdem möchte ich Sie gerne noch auf den Tag des offenen Denkmals bei unseren KollegInnen auf dem St. Pauli-Friedhof aufmerksam machen. Dort können Sie unter anderem auch die Beiträge des Ideenwettbewerbs Gedenkareal Dresdner Norden sehen, der parallel zu unserem Programm hier im Zentralwerk stattfand und mit dem sich die Landeshauptstadt Dresden in einer Ausschreibung dem Erinnern an den Nationalsozialismus im Dresdner Nordraum gewidmet hat, eine Ausschreibung lanciert hat. Und da haben wir, sage ich, eine Gruppe sich beteiligt mit Barbara Lubich und mir vom Zentralwerk, David Adam von Hanse 3 e.V. am Leipziger Bahnhof, Claudia Blaurock, Landschaftsarchitekten und die Zeichnerin Nazenin Sandi und Rosa Brokel, die hier auch heute da sind. Und wir haben einen Vorschlag eingereicht, der auf den Erfahrungen des Zentralwerks in den letzten 10 Jahren beruht. Wir haben einen ehrenwerten 3. Platz belegt mit einem partizipativen Vermittlungskonzept, das den digitalen Raum und den öffentlichen Raum miteinander verbindet. Und ein 3. Platz ist schön, aber reicht natürlich nicht aus, um realisiert zu werden. Aber die Ideen sind jetzt in der Welt und wir sind selber sehr gespannt, wie wir damit weiterarbeiten, wenn wir werden damit weiterarbeiten. Und Sie können sich unsere Ideen dort eben angucken, neben einer weiteren Ausstellung auf dem St. Pauli-Friedhof. Und damit entlasse ich Sie in den Tag des offenen Denkmals hier im Zentralwerk und auf dem St. Pauli-Friedhof und wünsche Ihnen viele eindrückliche Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen und einen schönen Tag.